Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Yasin. Und ja, Freunde, heute mal mit einem normalen Video einfach nur. Und zwar gibt's heute mal keine Challenge oder so, sondern heute reden wir ein bisschen über die nächsten Tage. Denn Leute, es ist ja jetzt mittlerweile. Einen Moment. Es ist ja mittlerweile in 3 Tagen Silvester. Und ja, Freunde, auf jeden Fall, wie schnell die Zeit jetzt in den letzten Tagen vergangen ist, das ist echt krass. Wir hatten noch vor 4 Tagen Weihnachten und jetzt ist einfach in 3 Tagen Silvester. Das ist krass. Also die Zeit im Dezember, finde ich, ging sehr, sehr schnell vorbei. Also das ist ja echt wild, sage ich jetzt mal, weil ich finde, der November und der Oktober gingen, finde ich, nach meiner Meinung nach dieses Jahr nicht so schnell vorbei, also ja. So, und ihr werdet das noch in dem Video vom 31.12. werdet ihr das auch noch mitbekommen, aber ich sag's euch jetzt schon mal, ich habe die Google Play Karten, habe ich, und ich werde die in einem Stream verlosen. Ja. Der nächste Stream oder beziehungsweise der erste Stream kommt am 1. Stream wieder kommt am wahrscheinlich erst zu Neujahr. Und ja, damit ihr schon mal Bescheid wisst, wann ich diese Google Play Karten verlosen werde. Ich werde die Google Play Karten wahrscheinlich in 2 verschiedenen Streams verlosen. Heißt nicht auf einmal, sondern wie schon gesagt in 2 verschiedenen Streams. Denn ja, ist, finde ich, besser so. Dann hat nämlich jeder die Chance zu gewinnen. Und vor allen Dingen in Streams, aber eigentlich auch in Videos, haben immer die Leute eine Chance zu gewinnen, die ja aktiv halt sind. Es kann auch sein, dass ich vielleicht es mir so überlege, was ich jetzt nicht in dem Video vom 31.12. gesagt habe, aber. Was ich gerade mal so rüber nachdenke, es kann sein, dass ich es auch so mache. Ich werde eine Karte im Stream und eine Karte in einem Video abgeben, verlosen, wie auch immer. So, jetzt suchen wir den Tresor. Alles klar, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Hä, wo soll denn der Tresor sein? Kann ich hier runter? Also, ah, okay. Was ich dazu sagen muss, Leute, ich finde das echt ein bisschen blöd, wie in dieser Season die Tresore versteckt sind. Ich meine, nach einer Zeit, ja, nach einer Zeit weiß ich auch, wo die Tresore sind. Aber am Anfang der Season, falls ihr das mal gesehen habt in einem Video, hatte ich gar keinen Plan, wo der Tresor war, einer. Deswegen schon ein bisschen mies versteckt, die Dinger. Hier werten wir jetzt einmal unsere Waffen auch auf, also machen Visiere drauf. Egal, wir lassen die Waffe so. Ach, hier ist noch eine Kiste. Ja, gut, die Pump lasse ich auch so, weil das ist sowieso eine Pump, die ich nach meiner Meinung nach nicht aufwerten will. Denn die Pump, weil die Ranger Schrotflinte ist, das glaube ich, ist ohnehin schon stark genug. Deswegen. Und auf jeden Fall, Freunde, ich freue mich auf jeden Fall sehr, beziehungsweise riesig, aufs neue Jahr. Denn, zum Video zum 31.12. erfahrt ihr auch noch mehr als nur, dass ich
Den. Okay, welches Visier? Okay, das gehen wir schnell ändern, denn das ist eine gute Waffe. Denn ihr erfahrt auf jeden Fall zum Video vom 31.12. noch mehr, als nur, dass ich nur die zwei Google Play-Karten verlose. Das kann ich euch auf jeden Fall jetzt schon mal sagen. Wird aber eigentlich nichts. Oder wird es vielleicht doch was Spannendes für euch sein? Müsst ihr selber wissen. Also kann spannend sein, kann aber auch nicht spannend sein, wenn ihr es nicht so spannend findet. Fuck. Wo kommen wir hier raus? Hier. Boah, ey. Also in manchen Städten, habe ich ja schon gesagt, da finde ich erstens die Verstecke ein bisschen blöd. Von den Dingens halt. Von den, sag mal schnell, von den. Ach. Von den Tresoren. Aber ich finde es auch manchmal ein bisschen blöd, wie man aus diesen Städten rauskommt, weil die Städte sind echt meistens unten und nicht oben, falls ihr wisst, wie ich meine, so. Das ist halt schon ein bisschen blöd, finde ich. So, wir haben noch eine Minute Zeit, deswegen öffnen wir das Geschenk einfach hier. Und es ist ein Schneeballwerfer. Nehme ich aber nicht mit. Habe ich absolut keinen Bock drauf. Deswegen nehme ich den natürlich nicht mit. Wenn ich keinen Bock drauf habe, nehme ich natürlich den Schneeballwerfer nicht mit. Ich hätte gerne noch den Zug bekommen, aber der ist jetzt leider schon weg. Wir haben bis jetzt 3 Kills. Geht in Ordnung. Noch 38 Gegner. Und ich muss auch noch dazu sagen, Leute, wegen Streams demnächst, wenn ich wieder streame, zum Glück habe ich ein LAN-Kabel, weil gestern, wo ich das Video hochgeladen habe, das eine mit, ich treffe einen YouTuber in Random Teams, da hatte ich, ja, musste das Video eigentlich nur noch eine halbe Stunde hochladen und mein WLAN hat dann so Faxen gemacht, dass das dann eigentlich 3 Stunden gedauert hätte. Aber da dachte ich mir nur so, ah, ich habe doch noch ein LAN-Kabel. Dann habe ich das LAN-Kabel genommen, habe mal geguckt, wie man PlayStation 5 mit LAN-Kabel verbindet. Und dann habe ich das einfach mit LAN-Kabel weiter hochgeladen. Und ist klar, dann dauert das halt weniger, ne? Hat nur noch 5 Minuten am Ende gedauert. Und zum Glück habe ich mal dieses LAN-Kabel bestellt, weil das ist schon länger, dass ich das bestellt habe. Das ist schon länger her, ja. Aber wie ihr seht, manche Sachen kann man auch im Nachhinein noch immer gut gebrauchen. Und vor allen Dingen, wenn ich streame, habe ich mal öfters mal so in der Vergangenheit gehabt, dass es auch mal ab und zu geleckt hat. Und wenn du das LAN-Kabel nimmst, dann sollte es eigentlich nicht lecken. Deswegen werden wir dann auf jeden Fall sehen, wenn ich wieder streame. Aber wie gesagt, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Ich werde wahrscheinlich erst wieder im Neujahr streamen. Und Freunde, ich habe auf jeden Fall mir überlegt, also ein Vorsatz oder ein hohes Ziel für 2024 auf YouTube ist, was aber wahrscheinlich, was heißt unmöglich, aber was unrealistisch ist, ich würde gerne die 5000 Abonnenten knacken. Das ist möglich, ja. Ich werde nämlich, wie gesagt, jetzt wieder Daily Videos und Streams machen. Aber eher finde ich realistischer 2K bis 2,5K. Hier war doch gerade eben noch ein Gegner. Wo ist denn der jetzt hin? Der versteckt sich da.
Okay, ich weiß jetzt nicht, war das ein echter Gegner? Fragezeichen. Aber war auf jeden Fall nicht so einfach, den zu killen. Warum habe ich jetzt einen Mini genommen? Ey, der hatte doch keine Minis. Der hat doch Biggies genug gehabt. Oder beziehungsweise ich habe Biggies genug. Egal. Der hatte zwei Medikits. Schmeckt auf jeden Fall. Dann können wir eins davon usen. Schade, ich dachte, hier kommen vielleicht noch Minis raus. Ich laufe jetzt kurz noch einmal lang, wenn hier keine Minis sein sollten. Dann werde ich gleich zwei Biggies einfach trinken. Ja, okay, komm. Oder warte mal. Ich glaube, aus dem Ding hier kommen noch Minis und Biggies raus. Dann warten wir einfach hier schnell ab. Aus dem Loot Drop. Ja. Gut, dass ich doch gewartet habe. So, jetzt können wir die restlichen Biggies mitnehmen. Sind zwar nur zwei Minis, aber nehmen wir auch mit. Der hatte sogar meine Lieblings Pump in Blau. Nice. Ich weiß nicht, sollen wir Dings gehen? Loot Island? Wo ist denn die überhaupt? Da. Ich weiß nicht, ob wir da hochgehen sollen. Erstmal haben wir den hier jetzt geholt. Okay, wir sind in den Top 10. Ich würde sagen, wir riskieren es einfach mal. Wir gehen einfach mal hoch. Wenn hier ein Gegner ist, sehen wir es ja. Warum Schneeballwerfer? Warum nicht einfach auf chillig eine lila oder goldene Pump, ey? Das wäre viel besser gewesen. Aber ich beschwere mich nicht, der Loot ist gut. Ich hoffe, hier kommen gleich noch Minis raus. Dann können wir nämlich nochmal Minis aufrüsten auf 6 Stück. Also ich finde es echt schade, dass man nicht mehr so wie früher 10 Minis mitnehmen kann. Ich meine, es ist jetzt nicht so schlimm, weil man konnte, glaube ich, früher auch nur 3 Biggies stacken. Aber das gleiche mit der Munition. Du kannst ja nicht mehr über 1000 AR-Muni mitnehmen. Und du kannst auch nicht mehr über 162 Pump-Mun und über 527 SMG-Moon, also das geht ja im Allgemeinen alles gar nicht mehr. Finde ich echt schade. Okay, wir haben hier keine Minis rausbekommen. Nice, 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 nice. Jetzt haben wir guten Loot, Freunde. Sehr, sehr guten Loot. Das ist sehr, sehr guter Loot. Okay, da liegt sowieso nur Moon, das können wir sowieso nicht gebrauchen. Und noch eine Sache, die ich auch schade finde, dass es nicht mehr die alten Loot Drops gibt. Habe ich gerade eben vergessen zu erwähnen, aber jetzt sage ich euch auf jeden Fall. Die alten Loot Drops, die haben doch bestimmt jeden besser gefallen, oder nicht? Also ich wüsste jetzt keinen, der sagen würde, oh ja, die alten Loot Drops, die sahen voll scheiße aus. Weil seit Chapter 4 gibt es ja diese neuen Loot Drops. Aber ich feiere die überhaupt nicht. Okay, wo gehen wir hin? Ich weiß es nicht, wo wir hin sollen. Wir könnten hier hin und dann können wir da hochgehen. Also machen wir das. Ich würde sagen, wir gehen schon mal. Ich meine, wir haben zwar noch eigentlich Zeit, aber wir können ja eigentlich schon mal rotieren.
Oder wir gehen da oben auf den Berg, geht auch. Hauptsache, da ist jetzt kein Gegner. Oder wir spielen ein bisschen dreckig und gehen im Busch. Nee, komm. Ich glaube, es gibt ja auch keine Pilze mehr, ne? Also keine Blue Pilze. Ich weiß gerade gar nicht. Gibt es noch Blue Pilze, Chat? Beziehungsweise schreib's mir mal gerne in die Kommentare, ob es noch Blue Pilze gibt. Boah, die Zone, die finde ich gut. Nämlich Endzone in der Stadt. Endzone in der Stadt, das finde ich nice. Da kann ich nämlich jetzt einfach aufs Gebäude gehen und warten, bis Gegner kommen. Vorausgesetzt natürlich, hier ist noch kein Gegner, ne? Ah, warte mal. Ich habe doch eben gesagt, es gibt da gab es keine Minis bei der. Bei der Flagge da, da gab es glaube ich doch Minis, weil ich habe doch drei Minis bekommen. So, Top 5. Zone kommt. Gegner müssen kommen. Und ich habe, würde ich sagen, eigentlich eine gute Position. Ich meine, gut, die Gegner können jetzt auch auf anderen Dächern und so gehen. Aber ich hoffe, ich sehe das bevor die mich dann lasern oder so. Okay, da hinten fighten auf jeden Fall zwei. Das heißt, da hinten sind schon mal zwei. Fehlen nur noch die anderen beiden. Ja, da haben gerade zwei gefightet. Okay. Ein Gegner, zweiter Gegner. Einer fehlt noch. Und ich glaube, der eine Gegner davon, der das Medaillon hat, das ist der, der gerade den einen gekillt hat. Ja, ich sehe ihn da hinten. Da hinten ist einer. Da. Da ist einer. Der zweite hat auch ein Medaillon. Und der dritte wüsste ich mal gerne, wo der ist. Okay, nur noch zwei. Der da hinten und noch einer. Und ich weiß auch, wo beide sind, weil beide Medaillon tragen. Ich weiß, wo beide sind, weil beide Medaillon haben. Einer chillt am Rand der Zone und der andere, ja, der chillt auch am Rand der Zone. Ah, schade. Egal, Freunde. War eine gute Runde. Ja, soll er mich auslachen? Ich habe gar nicht mal so schlecht getroffen. Aber, Freunde, es war eine gute Runde. Und ja, Freunde, ich würde auf jeden Fall sagen, das war's dann von diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne liken, gerne abonnieren und gerne auch die Glocke aktivieren. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, sehen wir uns morgen wieder. Weil ich werde nicht erst ab dem nächsten Jahr Daily Videos bzw. Streams bringen, sondern jetzt schon. Und wie gesagt, ich werde höchstwahrscheinlich erst ab dem nächsten Jahr streamen. Das heißt, es wird wahrscheinlich morgen auch wieder ein Video geben und übermorgen auch und am 31.12. erst recht, weil ich habe dafür schon ein Video. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, sehen wir uns dann morgen wieder. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.